Welcome to a second episode of Tallinn Campus Show. It is so nice to be back after some time where a lot of things happened. Welcome also from my side. I'm also happy to be back in a brand new studio setup. I think it looks pretty cool, right? Really nice. Really beautiful flowers also. But Alondra, you're right. A lot of things happened. There was a lockdown and the pandemic sadly is still going on. Yeah, we still had to take online classes. We couldn't see our family or friends and we could not even go back home on our semester break. But we don't want to focus on the negative parts. Yes, because luckily, at least in Berlin, some parts of our normal lives have come back and the summer is here. So I think we should enjoy that, right? Yeah, but how? I mean, we have, for example, the beach holidays we can bring to Berlin. And I have a surprise for you. What is it? Bring in the pool. Really Look nice. At this beauty, right? So nice and colorful. Yeah, but come on, David, we cannot enjoy holidays like this. Why not? You don't like it? I mean, it's really cool, but it doesn't fit on my 30-meter square apartment in Berlin, you know? Okay, then maybe we stay here for a moment and we look, because there actually is a better way. And our reporter Laura will show us how to enjoy the summer also in Berlin. The summer in the city can be really rough, but I have a solution for you, the Schlachtensee, and that's where we're going now. Starting at Alexanderplatz, you have to take the S-Bahn to Friedrichstraße. Then southwest, the S1 towards Wannsee. Exit Mexikoplatz. A little walk and you are there. Schlachtensee. One Lillet wild berry and one Capri ice cream, please. Cheers! Eat, drink, chill, tan. Or stand up and paddle. For 15 euros an hour, you can rent a stand-up paddle. To learn it properly, rent a coach. Carlo was on hand to teach me how. On the left, be aware right. Here, be aware of the swimmers. And then you stand here. You can either jump like this, stand parallel. Different styles of paddling, and the first one is just to keep your legs straight and your arms straight. Yeah, I just want to stay on the paddle. That's fine for me. Okay, thank you. Let's do it. What do I do? You do it. I'm going to take this microphone off. Okay, take this. Let's see what I am capable of. And if I remember what Carlo just taught me. Trust me, it is easier than it looks. But concentrate. Otherwise, you will take a refreshing dip in the lake. Or if you want to tan, whatever you want to do, come to Schlachtensee and enjoy your day out of the city. Actually, CNN shows Schlachtensee as one of the best 20 spots in the world to swim. That sounds nice, even though I don't know how to swim. You don't know? No, I don't. You should learn, but for now, maybe better we stick to that pool, because then nothing can happen. But we should also stay here, because we not only have the best swimming spots for you, but also probably the most handsome and stylish grandpa there is in this world. And we invited him so he can also share some of his thoughts how to stay positive and yourself in these difficult times. He is 75 years old, still dancing in Berlin's most famous techno clubs. He's a fashion model and he would soon publish a book about how to be yourself.
He only speaks German, so this is a perfect opportunity for me to practice my German skills. That is true. So start to practice them with saying hello, maybe, huh? Ha, herzlich willkommen. Günther Anton Krabbenhöft. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ja, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Oh, tiefer gelegt ja. Wie ein Auto, wie ein schicker Sportwagen. Ja. Wollen Sie erstmal einen Schluck trinken vielleicht? Ja, ja. Das Wetter gibt es hier, ja. In Ihrem Buch sagen Sie, okay, sei einfach du. Jetzt ist es ja momentan, dass wir in einer Zeit leben, die gerade nicht so einfach für viele Menschen ist. Warum ist es denn trotzdem wichtig, dann ich selbst zu sein? Ja, ich finde, das ist überhaupt der Quell, woraus ich schöpfen kann, wenn ich auch Solidarität zeige, wenn ich auch die anderen in meinem Alltag wahrnehme und so drauf reagiere. Deshalb ist das immer wichtig, weil das der Kern ist all meiner Dinge, die ich tue. Und das ist der echte, wahre Kern. Aber das muss man erstmal herausfinden, ja. Das heißt, es ist auch so ein bisschen, die haben es mal in einem anderen Interview gesagt, mit sich selbst Freundschaft schließen, oder wie kann ich das verstehen? Das ist eine harte Arbeit. So, wenn ich zurückschaue, gerade von der Jugend bis zu dem heutigen Zeitpunkt, das ist eigentlich ein ewig währender, langer Prozess mit Reflexion und mit Unsicherheiten und mit Erkenntnissen. Und ja, einfach ist das nicht, nein. Das heißt harte Arbeit. Woraus besteht denn dann diese Arbeit? Also wie schaffe ich das auch als jüngerer Mensch vielleicht so ein bisschen zu finden, okay, wo will ich hin und wer bin ich eigentlich? Ja, das ist erstmal rauszufinden irgendwie, wer bin ich? Und da gehört auch oft ein bisschen Mut zu. Ich denke mir, das ist heute auch nicht viel anders als wie damals, dass man möchte irgendwie ein Teil einer Gruppe sein oder so. Aber wenn man dann plötzlich feststellt, dass vieles in mir drin ist an Ideen und Gedanken, die sich nicht so mit der gesamten großen Meinung aller decken, dann bedeutet das ja auch, irgendwie anders zu sein und das dann auch in der Gruppe zu vertreten. Ja, das erfordert ja auch ein enormes Selbstbewusstsein, würde ich sagen, oder? Ich habe es gespürt, dass ich anders bin. Und das ist wirklich ein schwieriger Prozess gewesen. Und ich habe es ausgehalten, irgendwie so die blöden Bemerkungen der anderen und so. Irgendwann spürt man das, wenn man wirklich irgendwie in sich geht, dass man da nicht tricksen kann, dass man irgendwann sagen muss, so bin ich und ich werde weiterhin so sein. Wir reden heute immer von Vielfalt und das bedeutet eben halt, ich bin auch die Vielfalt und nicht in der Komfortzone der Masse verschwinden, weil da lebt es sich ja ganz bequem drin. Ja, ja, und Sie machen das ja auch auf Ihren Instagram-Channel. Ich meine, aus den vielleicht ab und an blöden Bemerkungen sind ja mittlerweile auch sehr, sehr viel wertschätzende Kommentare geworden und viele Menschen, die sich auch von Ihrer positiven Art inspirieren lassen. Woher nehmen Sie denn diese Energie, diese Positivität jeden Tag? Um all diese Dinge oder einen positiven Blick zu bekommen oder einen besseren Blick auf sein Tun und Handeln und auf die Welt, muss man in diesem Falle auch erstmal auf viele negativen Dinge durchleben und auf sie schauen und sie auch anzunehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um dann festzustellen, dass es eben halt auch noch andere Facetten in mir gibt. Und jeder weiß das eigentlich, dass es sich besser lebt, wenn man einen positiven Blick auf alle Dinge hat. Das ist zwar erstmal leicht gesagt, aber meine Erfahrung ist heute und jetzt, dass man das lernen kann. Ja, und ich glaube, Veränderung ist ein ganz guter Punkt, wenn es auch in Berlin geht, oder? If you could, like, change it with a snip, ja, wenn Sie mit einem Schnips Berlin verändern könnten, was würden Sie denn dann verändern? Ich würde den Leuten alle ein Grunddepot auffüllen mit Lächeln, mit einem positiven Blick und dann geht man morgens, ich meine, es ist schwer in dieser Stadt. Ich gehe manchmal aus dem Hause, mein Rucksack ist voller guter Energie und Toleranz und manchmal am Cottbusser Tor ist es schon aufgebraucht. Das geht auch recht schnell da ab und an. Ja. Und dann muss ich nachladen. Und, und vielleicht kann man auch den Ärger ab und an auf dem Fahrrad rausstrampeln, wie Sie das ja auch schon gemacht haben. Ich steige nicht mit Ärger aufs Fahrrad, nein. Nur mit guter Laune. Ich tanze das eher weg. Also dann denke ich mir, dann hilft mir das Tanzen mehr. Und wenn das dann richtig zack knattert und knallt, wenn die Bässe und die Beats einen so richtig durchschütteln, das ist für mich irgendwie so ein Ventil, wo ich dann die Anspannung
wegtanzen. Zum Tanzen kommen wir auch gleich noch. Erst schauen wir uns nochmal an, weil sie auch ab und an aufs Fahrrad steigen, aber mit guter Laune. Das hat Laura auch gemacht. Our reporter Laura also went on the bike with a good mood. And she will show us how to enjoy the summer holidays not only with swimming or stand-up paddling, but also with exploring the Mauerweg on her bike. I am going to take you on a biking tour today. And we are going to visit some places from the former Berlin Wall. And this is where we're starting. Maybe you know that Berlin was divided into four different sectors after the Second World War. And one of them was the Soviet sector. And this memorial here, it commemorates the grieving and fighting Soviet people. On 9th of November in 1989, here at Bornholmer Straße, it was the first place that the Berlin Wall was open again. And they've shown it on TV. Rumors were there whether the wall's open or not, and people came here to this place from west and east to see if it was true or not. Welcome to Gedenkstätte Berliner Mauer. This is our last stop for our biking tour today. This was West Berlin and this was East Berlin. Back then you weren't able to cross this border as easy as we are doing it now. There's so much history to discover here in Berlin, so go and check it out. Wie hast du die Mauer offen erlebt? Ja, ich glaube, jeder, den man danach fragt, weiß genau, was er in diesen Stunden oder an diesem Tag gemacht hat. Ich zum Beispiel kam aus Wien, bin zum Geburtstag meines Bruders gefahren, der genau an diesem Tag Geburtstag hatte, bin dort angekommen, habe gehört, was passiert ist und habe gesagt, oh, ciao, lieber Bruder, ich muss sofort nach Berlin fahren. Und habe dann sofort mich in den nächsten Zug gesetzt und ab rein in das Getümmel gestürzt. Ja, magisch. Magische Momente wahrscheinlich, ja, ne? Unbedingt, ja. Ja, Günther, wir haben uns ja gerade entschlossen, uns zu duzen, was ich sehr schön finde. Ja, also bitte. Ja, unbedingt. In Altersunterschieden zum Trotz sind auch nur Zahlen. Stell mal vor, ne? Wie peinlich das wäre, wenn du mich im Berghain triffst oder sonst wo und sagst, können Sie mal irgendwie. Nein, das geht ja nicht. Also, na klar. Das wäre komisch, ja. Kennst du denn noch andere Spots jetzt außerhalb von denen, die Laura uns im Video gezeigt hat, die interessant sein könnten? Natürlich gibt es noch eine ganze Menge, aber die jetzt hier aufzuführen, ich glaube, das würde zu weit führen. Ich kann immer nur empfehlen, neugierig zu sein, morgens mal aufzustehen und zu sagen, hey Alter, auf was hast du Lust? Und dann eintauchen, einfach in die Stadt, sich treiben zu lassen und keinen Plan zu haben und dann diesen Plan wachsen zu lassen, entdecken und neugierig sein, mal irgendwie die ausgetretenen Wege verlassen und dann kann man am Abend vielleicht nach Hause kommen und hat einen magischen Tag erlebt und viel Neues entdeckt. Kann ich nur empfehlen, einfach losgehen. Vielleicht auch los tanzen. Wie wäre es denn damit? Hm? Auch eine Möglichkeit. Ich meine, wenn man das denn aushält, wenn ich manchmal durch die Stadt gehe und dabei tänzele, dann denken vielleicht auch die Leute, der Alte hat nicht alle Latten am Zaun. Ja. Aber das ist
irgendwie muss man aushalten, wenn man selber sein will. Ja? Und das kann ja jeder denken, was er oder sie will. Das hat man umsonst, ja, wie, klar. Wie erkenne ich das denn momentan, dass ich untertanzt bin, nennst du das, glaube ich? Sorry, ich schwitze schon wieder zum Sie. Du, Günther. Ja, ich meine, das ist natürlich klar. Das ist, also das spürt man, genau wie der, der unterzuckert ist. Der spürt das auch. Und dann jedes Straßengeräusch, was nur irgendwie nur annähernd klingt, irgendwie wie der Beginn eines Tracks in einem Club, dann fängst du schon an zu vibrieren und du merkst, wie das so überall seinen Platz sucht in deinem Körper. Das ist das Zeichen, das ist wie das Zittern oder irgendwie die Ankündigung von Unterzuckertsein. Also, ran dann. Ich merke das gerade auch schon, oder? Ja, unbedingt. Dass ich tanzen brauche. Man muss dem nachgeben, also egal wie. Und tanzen geht ja immer, ob allein oder in der Gruppe. Natürlich in der Gruppe macht es am meisten Spaß, ja klar. Und tanzen geht immer? Ja. Dann würde ich vorschlagen, lasst uns tanzen. Let's dance. Also klar. So, das war's auch für dieses Mal. That was it for this time from our show. Tschüss. Tschüss. Bye, everyone.